Ja, nach dem sagenhaften 6:0 des SV Sonsberg gegen den SV Uelzheim haben wir jetzt hier Horst Riege, Trainer der Gäste, der Heimmannschaft der Riege. Wenn ich jetzt Niki Lauda wäre, würde ich die Kappe ziehen und sagen, Chapeau für diese Rückrunde, für dieses Spiel. Was haben Sie mit der Mannschaft gemacht, dass es so wie heute, ich denke, das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber war doch ein guter Auftritt Ihrer Mannschaft. Ich denke auf jeden Fall, dass das Ergebnis zu hoch ist, weil Uelzheim auch in der Anfangsphase noch Chancen hatten, zwischendurch auch immer vielleicht das letzte Quäntchen Glück auch fehlte, was einfach nicht da ist, wenn man unten steht oder wenn man unbedingt muss. Bei uns gelang dann nachher alles, weil wir die Lockerheit einfach hatten. Für uns ging es um nichts mehr, außer dass wir gewinnen wollten. Wir wollen uns vernünftig verabschieden, weil unser Kader ja sehr auseinanderbricht. Und vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Aber wir haben es auch in der ersten Halbzeit geschickt gemacht, dass wir den Ball haben laufen lassen und es ruhig angehen ließen. Und in entscheidenden Phasen, ganz am Anfang, hat Uelzheim die Torchance. Wenn da Tor fällt, kann ein Spiel ganz anders laufen. Uelzheim kriegt Auftrieb. Und bei uns, weil es um nichts mehr geht, wir lassen vielleicht ein bisschen Flügel hängen. Mir tut es leid, dass das so ein Ergebnis jetzt zustande kommt für den SV Uelzheim, weil es Ingmar Putz ein anständiger Kollege ist und auch der SV Uelzheim nette Gastgeber waren, als wir da waren. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt nette Gäste waren. Das passt, denke ich, jetzt nicht hin. Aber so gesehen tut mir ein bisschen leid, aber es ist nun mal so. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg, dass der SV Uelzheim weiter in der Liga bleibt. Ich weiß es nicht, wie oben alles läuft, wie alles jetzt geplant ist. Ich kann nur hoffen. Ja, das sind nette Worte. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe gerade auch bei Ihren Zuschauern gestanden, die haben auch gesagt, oh, Elfmann gehen weg, wir wissen gar nicht, die ganzen Vereine verkaufen uns die Jungs weg. Haben Sie schon Pläne fürs nächste Jahr, schon eine neue Mannschaft oder fangen Sie jetzt auch erst an zu basteln, wie es weitergeht? Ja, wir haben sicherlich die Probleme, weil wir ähnlich wie der SV Uelzheim nicht über diese finanziellen Möglichkeiten verfügen wie viele andere Vereine in der Oberliga. Von daher haben wir vielleicht gar nichts in der Oberliga zu suchen, wenn man das Finanzielle sieht. Aber wir haben in diesem Jahr einen Weg gefunden. Wir haben davor, auch in den 2 Jahren Verbandsliga nach dem Aufstieg, einen Weg gefunden, irgendwie eine Mannschaft hinzukriegen. Und wir werden es auch zumindest wieder versuchen. Und wenn wir nicht so schaffen, dann sind wir auch mal dran. Aber ich denke, auch in Sonsbeck kann man damit leben. Ich als Trainer nicht ganz so, weil ich da ein bisschen verbissener denke. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, wir holen uns junge Leute und werden damit vernünftig arbeiten und dann sehen, wie es weitergeht. Okay, ich drücke Ihnen die Daumen, sympathischer Verein, tolle Anlage hier, dass es weitergeht und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal, wo auch immer wieder. Dankeschön, ich würde mich freuen, wenn wir in einer Liga wieder spielen. Also nicht unbedingt im nächsten Jahr, wenn wir abgestiegen sind, sondern dann vielleicht, wenn der SV Uelzheim aufgestiegen ist oder vielleicht dieses Jahr noch drin wird. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke. Ne? Tschüss. Ja.